Gut, du hast schon Mittwoch, 17. April, mitten zum Bauen bei der Siege. Am 3. Mai fängt es an mit der Warm-up-Party und dann vom 4. bis zum 11. Mai geht es ja dann weiter. Was kann man da erwarten von dieser Siege? Ja, die Siege wird im Kern natürlich eine ganz tolle Gewerbmesse sein. Das ist wirklich das, was wir werden staunen. Wir haben 420 Aussteller und Partner. Wir werden in vier sehr grossen Messehallen die Gewerbler und die Aussteller dürfen präsentieren. Das ist enorm, was die drin investieren, was die für tolle Stände werden aufstellen. Das ist abwechslungsreich, das ist ein Genuss, um den Dorf zu flanieren. Und natürlich auch einfach zum Finden, gell? Man fährt das richtig so ganz, dann geht man richtig Rieten, richtig Grossfeld, quasi zwischen Möbel, Pfister und bei Zollpark durch. Und dann sieht man die grossen Zelte. Also es lohnt sich auch für jemanden, der von Zürich herkommt oder vom Rintel raufkommt, um hier einen Abstecher zu machen, oder? Ja, die Lage ist ideal. Also beim Autobahnknoten Melzer Ganz, da wo wir sind, da ist es wirklich die beste Lage, die wir uns wünschen können. Natürlich, ja, wenn jemand sogar von etwas weiterkommt, wird er uns auch finden. Wir sind deutlich beschriftet und beschildert. Und von dort her das Finden von der Siga ist auch rein von der Größe her schon einfach möglich. Wir stehen jetzt hier natürlich auf der anderen Seite, wo die Zelte sind, eben auch wegen dem Lärm. Es ist Backerlärm, Motorenlärm und so weiter. Wir schauen Richtung Melz durch. Aber es ist natürlich eine Sarganser Länder Industrie- und Gewerbeausstellung. Also es ist eine Leistungsschau vom Sarganser Land und glaube eine der grössten überhaupt in der ganzen Ostschweiz, oder? Ja, uns ist sehr wichtig. Eben, im Kern ist die Messe, sind 60% unserer Aussteller kommen direkt aus der Region. Als Region bezeichnen wir natürlich aber schon ausser ganzer Land zusammen mit dem Werdenberg, dem Oberen Liechtenstein und mit der Bündner Herrschaft. Das gehört alles hier zu unserem Einzugsgebiet. Jetzt, wie ich gesagt habe, am 3. Mai fängt es an, bis am 11. Mai. Natürlich die Ausstellung, ein Haufen verschiedene Events gibt es und am Abend läuft auch immer etwas. Zum Beispiel die Modeschau ist immer am Abend um 8 Uhr, dann gab es um 12:30 auch noch und um 4 Uhr am Nachmittag oder um 4:30 am Nachmittag, da kann man nachschauen auf eben siege-messe.ch und am Abend auch immer ab 9 Uhr eben ein spezielles Event mit Musik, oder? Wir fangen an der Warm-up-Party an. An der Warm-up-Party haben wir eine ganz coole Band, der Rebel Tell. Das ist etwas Spezielles. Die machen Schlagerbilly, also eine Mischung von deutschem Schlager mit Rock'n'Roll vermischt. Das muss man sich anschauen kommen. Und die Ziga ist tatsächlich am Abend eine Festhütte. Es ist Rambazamba. Es ist eine Woche, ein Festival. Wir haben von den jungen Zillertaler über Monroes, über die Partyhelden, nur als Beispiel, haben wir so viele tolle Gruppen, Künstler engagiert, dass wir jeden Abend werden, die Zelthallen werden wackeln und beben. Du bist noch jünger als ich, ein bisschen älter, aber es ist etwas für Ältere und für Jüngere. Gell? Am 11. Mai dann eben Monroes, also auch etwas für Jüngere. Gell? Das ist ja so. Das ist bei uns komplett generationenübergreifend. Also selbst die Jungen kommen eben so Rebel Tell schauen und hören, weil es einfach wirklich heute wieder in ist. Deutscher Schlager kombiniert mit Rock'n'Roll. Das muss man einfach gesehen haben. Ich freue mich schon. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Auf Ladies Day. Was ist denn da? Können wir da gehen, wir zwei? Ja, dann bist du mutig, wenn du das machst. Also, es ist natürlich schon speziell für unsere Damen. Es wird vereinzelt ein paar Herren haben. Es ist wirklich einfach ein Wirtschaftsforum für die Frauen zugeschnitten. Wir haben einen hervorragenden Anmeldungsstand. Und das wird spannend sein, wenn sie darüber diskutieren, über das Thema «Die Frau, die bessere Unternehmerin». Ja gut, also ich tue mir noch eine Probe, ob ich den Mut habe. Interessant wäre es auf jeden Fall. Aber Seniorentag natürlich gibt es, gell? Es gibt auch Familientag, es gibt verschiedene natürlich spezielle Events. Ja, das tut neben der Messe Ziga prägen. Jeden Tag eine eigene Veranstaltung, die wir dürfen präsentieren dürfen. Und die Zielgruppentage, eben wie Seniorentag, wenn es so rauskommt wie das letzte Mal mit über 800 Seniorinnen und Senioren, das wird wieder etwas Tolles werden. Es ist etwas fürs Gemüt, es ist etwas zum Zusammensein miteinander. Es wird nicht irgendwie ein Problemthema behandelt, sondern es soll das Wohl gut auf der Messe und geniessen dürfen unsere Senioren und Senioren. Eben, am besten schaut ihr selber mal an unter www.siege-messe.ch. Jürg, du hast zwei, dreimal so gelächelt. Auf was freust du dich am meisten, neben dem Stress, den du natürlich hast? Ja, Stress haben wir keinen. Wir haben einfach unendlich viel Arbeit. Das sind wir am Abarbeiten.
Es ist natürlich so, wir planen dann richtig auf die Messeeröffnung. Und eines eben von diesen Highlights wird die Warm-up-Party sein, wo es dann wirklich startet tut. Auf das freue ich mich ganz speziell. Dann sind wir das erste Mal unter Dampf, unter Strom hier auf der Messe und werden sehen, wie gut alles klappt. Eines meiner Highlights, wo ich immer wieder sage, das macht einfach Spass, das ist unsere Siegershow und Fashion, die selber produzierte Modeschau. Ich war in diesen Trainings und habe gesehen, wie die 16 Mädels und Jungs, wie die bereits das am Ausstaffieren sind, am Lernen sind, die Choreos, das ist wirklich ganz toll, wie die das machen. Das ist eine Modeschau, wie sie sich einfach nur auf den Sieger gibt.